Hallo, hier ist Wolf Games mit einem weiteren GPA-Kampf gegen den lieben Mindtube. Und ja, das ist so ein Kampf, wenn ich gegen ihn gewinne, bin ich auf Platz 4, was ziemlich geil war und ich hätte ihn überholt. Aber ich muss nicht gegen ihn gewinnen, weil Mindtube ist cool, Mindtube gönne ich, dass er so weit oben ist. Also werden wir mal sehen, wie weit wir kommen und ich denke mal, wir gehen mal los. Ich glaube, wir haben sogar das Team-Matchup, aber Mindtube kann sich auf jeden Fall Schönes überlegt haben, um das zu negieren. Auf jeden Fall hat er gesagt, dass er viele Bären dabei hat. Er hat Ornino dabei, was schade ist, hätte er das nicht dabei, das wäre so toll gewesen. Okay, Kobalion. Hydreigon. Er hat einen Mega Manectric. Er wird sich gleich aufregen, weil ich habe gesagt, dass ich Gorgas dabei habe, was ich natürlich nicht dabei habe. Starmie. Und sein Steelix. Ja, im Hintergrund könnte vielleicht einige Geräusche sein, das ist halt irrelevant. Okay, er hat kein Switchen für eine Boomburst, was nice. Also Steelix ist kein Switchen. Er hat zwar zwei Steels, aber die wollen auch nicht gerne in eine Boomburst reinkommen und ja. Und so viel dazu, aber ich kann auch nur mit Export gegen Odo reinkommen, also ja. Aber das Gute ist, Zapdos zum Beispiel macht halt einen Haufen Arbeit. Weil es kann einfach Volt Switchen, ja, Zapdos gewinnt einfach gegen alles, bis auf Odo, und ob das kann ich Toxiken und Steelix. Also, das passt doch eigentlich. Und Suicune gewinnt. Okay. ja, ich weiß noch nicht, was mir die sich überlege gerade. Ich kann mir vorstellen, dass er mit Kobalion leadet. Das können irgendwie eine Antibäre haben gegen was auch immer. Das wäre nicht so schön. Ich könnte mit Zapdos leaden. Das wäre relativ okay, aber mit Steelix wäre das schon mal scheiße. Ich könnte natürlich mit Bishop leaden, da könnte ich einen Lowkick raus. Bishop lead wäre echt gar nicht so schlecht. Da kriege ich auf jeden Fall, ja. Bishop lead kriege ich auf jeden Fall eine Menge Damage auf irgendwas. Oder vielleicht kriege ich so. Vielleicht kriege ich einen Lowkick auf einen Dragon oder sowas. Ja, wir gucken einfach mal nach. Und vielleicht kriege ich Rocks, die gar nicht mehr so schlecht werden in diesem Matchup. Obwohl auch nicht so gut, aber gut. Okay, wir lieben Bishop, mal gucken, was passieren wird. Gut, Felix will mit mir kämpfen, Mensch, das hat ja keiner erwartet. Neverfall, Bishop lead, go. Weil Bishop macht auch gar nicht mehr so viel in diesem Match, also passt das schon. Er liebt mit Hydreigon, okay. Eigentlich möchte ich jetzt direkt low-kicken, weil, ja, weil das ist der beste Play, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, ich mache mit Low-Kick gar nicht mal so wenig Damage. Ich mache sogar sehr viel Damage. Eieiei. Das wäre so Life-Op minus Death kann ich mit Fußkick. Ja, komm, wir drücken einfach Fußkick. Gucken mal nach. Erdkräfte, okay. Wir haben den Sash. Wir können Fußkick ansetzen. Mal gucken. Wir taggen das auf jeden Fall natürlich. Wow, dann kommt der Sash und sehen wir Leben ab? Nee. Fußkick kommt. Okay, mal gucken. Haben wir schon mal eine Menge Damage gemacht? Vermutlich ist das Scarf, kann ich mir vorstellen. Ich schaue hier mal auf, dass er low ist. Und vermutlich würde ich sagen Scarf, aber das weiß ich noch nicht. Das werden wir dann sehen. Scarf, Fragezeichen. Ich kann mir vorstellen, dass er entweder jetzt Roost einsetzen wird. Da könnte ich natürlich Low Kick drücken, aber ich weiß nicht. Ich möchte ja die Schadensteine rauskriegen. Weil er wird nicht drin bleiben auf dem Tiefschlag, würde ich mal sagen. Also wir holen einfach mal die Schadensteine raus und gucken mal, was er gehen wird. Und ja. Er setzt Robot an, okay. Wir kriegen vielleicht die Tarnstellen, was gut ist und ja. Damit kann ich leben. Hätte natürlich auch Hydreigon ausschalten können, das wäre auch nice gewesen, aber gut, das passt schon. Auf jeden Fall mit die Rocks, das ist nicht so schlecht. Denn damit ist Steelix Sturdy gebrochen und ja. Damit kann ich relativ gut leben. Ich möchte eigentlich Bishop noch behalten. Also wechsle ich einfach einen Zapdos, weil der kann mir eh nicht viel machen. Und wir haben die Rocks rausbekommen, wir haben ein bisschen Damage auf der Dragon gemacht, aber ja, das wird uns leider nicht so viel bringen, aber gut. Zapdos ist spezialdefensiv, das kann eh alles hängen, also ist das gut. Finsteraura kommt, die macht uns vermutlich nicht so viel Damage. 124, okay, warte, ich gucke kurz nach, was das für ein Damage ist. Okay, gut. 73, warte. Zapdos gegen eine Dragon, du bist... das hat 73 gemacht, das heißt, das ist auf jeden Fall Mordes Hydreigon. Und es ist nicht Scarf, was wichtig zu sehen. Das hat vermutlich eine Bäre gegen irgendwas. Okay, gut. Das ist nicht Mordes, das hat, ist glaube ich Black Glasses Hydreigon. Ja, sonst wird er nie im Leben so viel Damage machen. Ja, das ist Black Glasses Hydreigon. Ja. Und vermutlich vielleicht Timid? Ja, das kann Black Glass Timothy Dragon sein. Ich wollte wechseln einfach, weil ich glaube nicht, dass er... Ja, er drückt Verhöhner. Ja gut, da kann ich einfach jetzt mich rausholen, wechseln. Und ja, roosten kann nämlich nicht bei sowas. Ja, einfach mal raus hier. Und mal gucken, was ich gehe.
haben wir ihn ein klein wenig predicted und die Sache ist, ich kann jetzt glaube ich einfach in meinen Megalites Game mich mega entwickeln und einfach mal draufhauen, würde ich sagen. Weil das inzwischen halt Audino auf Audino kann ich in meinen Boombasmon gehen einfach mal draufhauen, weil er hat nicht so viel dagegen und ja, wir knocken ihn auf jeden Fall aus. Sehr gut, gehen wir in unser Megalites, das passt. Er hat nicht so geile Switchins, muss ich ehrlich sagen, also das passt schon. Eierstrahl ist auf jeden Fall unser bester Play. Für Dino, je nachdem wie viel Schaden wir machen, drücken wir dann nochmal Draco. Weil wenn er Fistiv ist, kann ich mit einem Ice Beam plus Rocks plus Draco, der ist so die ausnocken. Das wäre ziemlich gut für uns. Und vielleicht drückt er Ewig, dann können wir Boombursten, dann wäre das auch gar nicht mehr so schlecht. Okay, dann wechseln Protector. Protector ist Steelix, okay. Dann können wir direkt rausfinden, was das für ein Steelix-Set ist. Machen nicht so viel mit Ice Beam. Was ist, wenn er Fistiv ist? Dann können wir sogar tut mit Ice Beam. Mal gucken, wie viel Schaden wir also machen. Okay, Eichstrahl kommt. Da haben wir treffen das Ziel auf jeden Fall. Das ist spezialdefensiv, okay. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal nicht schlechten Damage gemacht. Und ja, da freue ich mich doch. Ich kann jetzt, denke ich, mal ziemlich safe in meine Zwickung gehen und das Gold abfeuern. Würde ich mal behaupten, also mache ich das einfach mal. Sehe gar keinen Grund, das nicht zu machen. Also gehen wir einfach rein in Zwickung, drücken mal das Gold. Obwohl, wir drücken CM und dann das Gold, ja, das passt. Das ist auf jeden Fall Spätstef oder das ist Evi, ich weiß nicht. Hier kommt Toxic und das Mist, das ist natürlich schade für ihn. Ich feuere jetzt einfach mal einen Scald ab, weil falls dann Starmie oder sowas geht, kriege ich vielleicht einen Burn oder sowas. Das ist auf jeden Fall erstmal der beste Play. Dass das Toxin gemisst hat, das tut mir leid, aber da kann man nichts machen. Passiert halt eben, vielleicht burnen wir, dass halt Dragon was reinkommt, das wäre nicht schlecht, aber mal gucken. Die Rocks sind auf jeden Fall ziemlich nice, dass wir die jetzt haben. Weil alles, was reinkommt, nimmt auf jeden Fall Chip-Damage und, ja, das ist doch nicht schlecht. Da freut man sich doch. Er wechselt in Hydra, ja, das frisst Rocks-Damage und einen Scald und vielleicht kriegen wir den Burn. Das wäre nicht schlecht, weil dann kann er sich nicht ewig roosten. Okay, hier kommt der Scald und kriegen wir vielleicht einen Burn. Und, yes, wir kriegen die Burn. Das ist richtig, richtig gut für uns. Weil jetzt muss er roosten, wir können jetzt M abfeuern. Und, ja, wir gewinnen das, glaube ich, 1v1. Gewinnen das 1v1. Dann muss roosten, wir gehen in Megalatias, weil die Sache ist die, wir kriegen auf jeden Fall jetzt wieder einen Free Hit ab, weil er muss roosten, er kann das Ding jetzt nicht verlieren und deswegen können wir einfach freien das, oder auch nicht, okay, oder er predicted das und Megalatias stirbt, er critted. Das ist doof. Das hätten wir auf jeden Fall getankt. Das hätten wir zu 100% getankt. Das ist ärgerlich. Das ist richtig, richtig ärgerlich, weil das Pokémon wäre noch ziemlich, ziemlich gut gegen ihn gewesen. Aber wir haben jetzt unser Megalatias verloren. Ja, ich muss in meinen Herd rangehen, ihm zeigen, dass ich Scarf bin. Weil dann stirbt halt Dragon durch Rocks. Ich kann das Ding auf jeden Fall nicht... Ja. Das... Ist auf jeden Fall scheiße, dass wir das durch den Feld verloren haben. Ja, das ist einfach nur kacke. Der kann danach safen Kobalden geben, wenn ich vollstummt. Ja, der kann sonst safen Starmie geben. Das möchte ich mehr. Ich glaube, ich möchte safen Kobalden. Ich möchte lieber, dass ein Kobalden geht, als... ja, genau. Hauen wir das Ding mit der Finsterauer weg. Ich möchte lieber, dass ein Kobalden geht, als in was anderes. Und dass der Dragon geht auf jeden Fall down. Aber ja, das war scheiße. Man kann nur sagen, ne, der Toxic Miss war halt überhaupt nicht so gravierend wie das. Ah, das ist einfach nur ärgerlich. Wie gesagt, sogar von live. Warte, wie viel macht das denn überhaupt? Ach, egal, keinen Grund, das jetzt zu kacken. Ja, der geht safe in Gobalen, kriegt Rocks. Kann ihn nicht verhindern, aber es ist besser als was anderes, finde ich. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal in Suicune und CM. Ja. Er hat vielleicht Volt Switch oder so. Aber ich glaube, ich muss jetzt CM spammen. Hat er noch Manectric, ne? Aber ich kriege jetzt auf jeden Fall wieder einen freien Scald. Ich glaube, ich möchte nicht in Manectric auf einen Scald wechseln und ja. Ich weiß nicht, oder? Was ist? Suicune. Ich meine, ich kann gucken. Mega Manectric. Wie viel macht er denn? Ich habe die Vokanberry noch nicht mehr dann. Donnerblitz macht halt immer noch viel, aber...
Ich glaube, wir tanken den plus 1. Ne, tanken wir nicht. Tanken wir, wenn er keine Max-Rolls bekommt. Und dann müsste ich aber Erholung ersetzen. Ich möchte aber noch nicht meine Beere verlieren, wenn ich ehrlich bin. Ich drücke einfach mal Scald. Ich kann nicht riskieren, dass Mega Electric rankommt. Schwertanz. Okay, vielleicht bauen wir ihn. Das wäre ziemlich nice. Okay, wir wissen, dass er Schwertanz ist. Das heißt, wir können mit Trendach reingehen. Okay. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Und kriegen wir die Burn? Nein. Setz es nochmal ein, weil wir müssen das Ding auf jeden Fall ein bisschen chippen. Dann müssen wir, glaube ich, irgendwas sacken sogar. Und dann das Ding revengen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er nochmal Schwertanz einsetzt. Ist auf jeden Fall Stealthrocks Schwertanz, das sehen wir. Nahkampf könnte reichen jetzt. Oh Gott, das macht so viel Damage. Wir können aber auf allem recovern, das passt schon. Also nicht auf allem, auf Mega Electric nicht, aber auf dem Rest können wir recovern. Und. Jetzt kriegen die Burn. Hat er die Lamm? Er hat die Lamm, okay. Ich will Zwiebeln nicht sacken, weil das noch gut gegen Steelix ist und auch noch was von Starmie tankt. Ist lieber bald dann auch das Scarf Trend, was machen kann. Was macht Zapdos? Zapdos ist noch nice wegen Mega Electric. Das müssen wir ja behalten. Bishop. Bishop. Ja, Bishop macht nichts mehr. Ja, wir sacken Bishop. Aber Bishop stirbt einfach durch Rocks jetzt. Zwiebeln kann ich noch behalten. Zwiebeln kann ich noch hochheilen. Aber Bishop macht einfach wirklich nichts mehr. Okay, gut, dann drücke ich jetzt einfach Feuersturm. Und dann hat er auch kein Switchen, weil Starmie ist kein guter Switchen. Ich muss leider was dann gegen mein, gegen seinen Starmie sacken. Aber dann kann ich in mein Kravums gehen danach und Boomers drücken, kriege ich einen Kill. Das könnte aber alles sehr knapp werden. Weil das. Ah, der Crit hat schon einiges hier vermiest. Ich muss jetzt auf jeden Fall Feuersturm. Ich kriege mit Feuersturm den Kill. Dann steht 4-4, dann muss ich. Zapdos sacken? Was mache ich gegen Starmie dann? Ich weiß es nicht. Hat der noch. Der hat kein Earth Power Switchen mehr. Aber das bringt mir auch nichts gegen Starmie und ich brauche meinen Scarf. Habe ich einen anderen Play? Nicht, ich muss meinen Scarfer. Ich muss meinen Scarfer ertragen. Ah, der trägt mich immer noch auf. Das ist. Das wäre einfach ein Mon mehr gewesen und. Ich meine, er hat es gut gemacht, dass er Dark Pulse gedrückt hat, aber. Auf der anderen Seite ist es halt okay. Krass, dass er das gemacht hat. Keine Ahnung. Ich meine, mein Scarf-Train hat immer noch Potenzial, das Ganze zu machen, ne? Das darf ich nicht vergessen. Muss ich Feuersturm drücken? Erdkräfte ist safer, weil Erdkräfte trifft immer. Wechselt aus. Und was wechselt aus? Wenn er ins Dummy wechselt auf der Erdkräfte, dann wäre das ziemlich nice. In Lissis. Oh, Dino, okay. Hätten wir Feuersturm gedrückt, wäre das besser gewesen. Aber ich wollte nicht verfehlen und ja. Aber jetzt kriegen wir trotzdem Kill, weil wir gehen jetzt in unser. Oh, Dino. Eigentlich kann er jetzt doublen, ne? Da habe ich Angst vor. Ja, hätten wir Feuersturm gedrückt, hätten wir einen 2-Gated, glaube ich, oder? Ist er. Was ist er denn für ein Set? Er hat schon viel gemacht. Ich gehe meinen Boomburst mal. Weil wenn er drin bleibt, dann kann ich Boomburst drücken, dann kriege ich auf jeden Fall einen Kill. Und wenn nicht, dann ja, halt nicht. Keine Ahnung. Okay, und er drückt Wish, okay. Das heißt, wir drücken auf jeden Fall Boomburst. Wenn das Delix geht, dann ist das halt dumm gelaufen, aber ich muss trotzdem Boomburst drücken. Und ja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir einen Crit auf Steelix. Wir sollten trotzdem gegen Steelix eine Menge Schaden machen. Das ist klar. Ich weiß aber nicht, ob es ausreichen wird. Aber Steelix kann nicht viel gegen uns machen. Das heißt, wir sollten das Steelix trotzdem down bekommen. Wenn Steelix weg ist, dann bringt uns das nicht so viel. Na gut. Wir kriegen auf jeden Fall eine Freiboomburst, was gut ist. Vielleicht hat er auch Angst, dass ich einen Feuer. Das kann ich mir gut vorstellen, dass er Angst hat, dass ich einen Feuersturm drücke. Weil Steelix Switch ist so offensichtlich. Vielleicht sagt er jetzt Kobalum, aber ich weiß nicht, ob er das machen möchte. Aber wenn er Kobalum sagt, kriege ich vielleicht einen weiteren. Ja, ich kriege einen weiteren Kill, weil er kann mich mit nichts killen und irgendwas vermutlich noch. Ja. Ich kriege jetzt also, wenn er jetzt nicht in Steelix gibt, 2 Kills. Dann steht es dann 3-3 und dann muss ich versuchen, mit Scarf Twin den Rest aufzuräumen. Je nachdem, was da noch lebt. Das ist so meine Hoffnung, oder mit Suicune, je nachdem. Weil ich habe ja noch die Anti-Elektro-Bäre. Und das könnte potenziell noch Work machen. Welchen Roost auf Zapdos kriege, kann ich eh noch viel Arbeit machen. Besonders wenn Steelix down geht, aber mal gucken, was er machen wird. Er wechselt in Protector.
Schade, ich hätte gedacht, er hat Angst vor dem Feuersturm. Aber das ist anscheinend nicht der Fall, dann kriegen wir nur einen Kill. Aber wenn das Ding weg ist, dann kann Zapdos eine Menge Arbeit machen, wenn wir einmal uns gedingst haben. Ah, so knapp. Vielleicht. Ich meine, zwei Überschallknälle erfüllen immer noch den Job, dann taken wir aber leider nichts mehr. Aber wenn wir rausgehen, taken wir auch nichts mehr. Also ja, wir müssen Überschallknall einsetzen. Ich meine, immerhin geht Steelix down, vielleicht drückt der Toxin Mist. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was. Dann ist sein bester Weg ist, den Kobalen gehen, nicht zu killen. Ja. Auf jeden Fall, Steelix geht jetzt langsam down. Was ziemlich gut für Zapdos ist, wie ich schon gesagt habe. Also, kann ich ja mitleben. Er ist schief aus Erdkräfte, was interessant ist. Heißt das ja, er kriegt gleich eine Mega mit seinem Mega Electric. Oh Gott, das ist doof. Aber sein Steelix geht down. Das ist gut. Ja. Der Crit. Ah, ich bin genervt, aber gut, da kann man nichts machen. Pokémon, haha. Ja, so ungefähr. Ja, er geht den Mega Electric, wird jetzt sich die Mega holen. Außer er kriegt nicht, dass das Specs ist. Dann hätte ich vielleicht sogar eine Chance. Weil, es ist eigentlich ziemlich egal, ob der das Mega hat oder nicht. Also, das interessiert mich halt wirklich nicht. Kakyoin, das ist sein Starmie. Okay, dann finden wir jetzt raus, dass er für ein Set ist. Ich sag auf jeden Fall mein Goodbye. Denn mein Goodbye geht jetzt down. So schlecht sich das auch anhört, aber ja, es ist wirklich so. Ja, das wäre, glaube ich, sogar sein Best. Es kommt drauf an, wenn er jetzt Lebenmob ist, dann kann ich mich dagegen roosten. Mal gucken. Also gut, das Ding jetzt geht auf jeden Fall down. Wenn er Lebenmob ist, kann ich mich nicht dagegen roosten, meine ich. Aber er ist. Ich weiß nicht, was er ist, aber vielleicht kann ich mich dagegen roosten. Er hat nicht so viel dagegen. Also ich brauche meinen Zapdos, um zu gewinnen. Und vielleicht. Zack, ich mache nie im Leben genug. Selbst ein Eisstrahl. Nee, wird nie im Leben genug machen. Ja, ich brauche Recovery auf Zapdos. Das heißt, ich recover mich hoch. Ich bin nicht in Eisstrahl-Range. Eisstrahl macht maximal 82 Schaden. Und ja, das sollten wir easy tanken eigentlich. Außer es ist ja Choice-Specs. Choice-Specs ist aber trotzdem eine ziemlich gute Roll für uns. Also, ja. Und er muss Max Speed spielen für Floatzle. Vielleicht ist er auch Scarf Stamis, hat er schon mal gebracht. Dann wäre das natürlich auch gut für uns. Aber wir sind auf jeden Fall, falls er jetzt wechselt, auf Max HP, was ziemlich nice ist. Er hat den Eisstrahl, den tanken wir auf jeden Fall. Das ist klar, 81 KP ist der Max Damage. Und wir sind gefreezed. Manchmal ist Pokémon ein gutes Spiel. Eigentlich hätte Zapdos das ganze Match gemacht und damit hätten wir gewonnen. Aber. Ja. Ja. Ich kann nichts machen. Es ist einfach vorbei. Ich wüsste nicht, was ich machen sollte. Ich könnte ihn hier tragen gehen, in Zykon Double und irgendwie CM-Boosts rausholen und so versuchen, das irgendwie noch zu gewinnen. Keine Ahnung. Aber wird der Nordino. Keine Ahnung, was er machen wird. Und dann muss ich das auch irgendwie hinkriegen. Ja. Ja, Zapdos ist jetzt weg. Psychokinese. Und mein einziger Place ist jetzt irgendwas zu. Ja. Man kann nichts machen, wenn man gehext wird. Das ist halt so. Also. Ja. Ist halt dumm gelaufen. Würde ich mal sagen. Ich meine, ich kann Dark Poison setzen, versuchen, den Kram zu flinchen, ne? Ich meine, er hat vermutlich eh die Anti-Unlichtbär. Das heißt, ich muss vermutlich eh drin bleiben. Dann würde, oh nein. Und dann, ja, drücke ich Hydro-Pumpo und dann stirbt man näher dran. Ja, ich muss ja näher dran gehen. Ich gehe Suicune. Ich weiß gar nicht, ob Suicune eine gute Play wäre. Keine Ahnung. Vielleicht war Suicune jetzt der beste Play. Vielleicht kann mir Suicune jetzt gleich sogar noch ein bisschen Action machen, aber. Keine Ahnung. Ich drücke einfach Finsteraura, mal gucken. Ja, er hat die Anti-Unlichtbär. Ja, vielleicht kriegen wir den Flinch. Das wäre ein bisschen Justice. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Crit, das ist mir egal. Ich möchte eigentlich ja. Aber und es kommt der Scouten, ja. Das ist pretty much GG. Ich meine, wir können jetzt resten mit Suicune und vielleicht irgendwas. Da wird nichts passieren. Das kann ich euch sagen. Aber vielleicht, wenn er choken. Ja, der geht jetzt eh. Eigentlich sein bester Play jetzt direkt in. Also nicht direkt. T-Bolt und Rest direkt in Mega Electric. Aber, keine Ahnung.
Aber vielleicht kriegen wir noch irgendwie Mon mit. Wer weiß. Wir tanken auf jeden Fall alles, was jetzt kommt, aber. Ich habe auch gedacht, Suicune wäre ein bisschen lower, wenn ich ehrlich bin. Hätte vielleicht direkt Suicune. Ach, keine Ahnung. Das ganze Match ist irgendwie ein bisschen schlecht gelaufen. Naja. Kann man nichts machen. Ist halt eben Pokémon, ist halt kein schönes Spiel, aber. Naja. Geht halt eben nicht anders, ne? Vielleicht hätte ich nicht in Megalatis auf Verdrain wechseln sollen, aber. Ich meine, theoretisch hätte ich es ja eh getankt. Aber gut. Keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. So, wir sind wieder voll. Vielleicht kriegen wir noch das Mega Manectric irgendwie down und gewinnen. Ach, wir gewinnen das nicht. Das kann ich. Vielleicht kriegen wir den CM gegen den. Also, vielleicht den CM gegen den T-Volt und dann leben wir noch ein und dann. Wir haben die Wakan-Berry und dann vielleicht mit einem Scald-Crit-Burn oder so. Wenn wir so glücklich sind und dann das noch so gewinnen, dann muss ich nur sagen, Props Suicune, aber sonst sehe ich das nur noch sehr, sehr, sehr schwer, diesen Sieg. Ja, wegen so ein paar Problemen. Und es sah noch nicht mal so schlecht aus, als Megalodon war. Wir hätten das vielleicht noch mit Zapdos machen können, aber dann wurde es gefreezed und das ist ein Crit und das war kein Crit. Okay. Warum war das kein. Habe ich was falsch gemacht? Vielleicht jetzt Crit? Na, das. Ja, das ist vorbei. Ja. Nee, es macht T-Ball, macht aber so viel. Selbst gegen, ja. Das ist vorbei. Da kann ich nichts machen. Suicune geht down und das wäre dann, ja, Game. Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen mad. Aber keine Ahnung. Kann man halt nichts machen, das Pokémon. Da kann mein Typ auch absolut nichts dafür. Das möchte ich nur mal sagen, aber. Es ist halt nicht schön, wenn sowas passiert und das nimmt einem so ein bisschen die Motivation, muss ich sagen. Wenn es gut aussah und dann sowas passiert, dann. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall absolut schade. Na gut, kann man nichts machen. Wäre auf Platz 4 gekommen, das wäre ziemlich schön gewesen, aber. Ja, dann ist das passiert. Na gut, ja, keine Ahnung, ich könnte jetzt das Übliche sagen wie. Wüsste nicht, wie es ausgegangen wäre, aber ich glaube, es sähe ziemlich gut aus, dass ich das gewonnen hätte, während das Ganze nicht passiert. Mein Typ hätte halt richtig, richtig krass spielen müssen, selbst dann weiß ich nicht, ob er gegen das Matchup eine Chance gehabt hätte. Vielleicht hätte ich Latin nicht sacken müssen, das wäre vermutlich das, was ich hätte machen müssen, aber es hätte A getankt und B habe ich Rooks erwartet. Keine Ahnung. Na gut, aber jetzt bitte seid nicht eingeschnappt, weil ich jetzt hier so ein bisschen angepisst bin. Es ist halt immer so, wenn so Hex passiert, ist es Pokémon, aber man ist natürlich immer ein bisschen genervt. Aber wie gesagt, mein Typ kann nichts dafür. Ich meine, er hat sich zu Nutzen gemacht. Da kann ich mich nicht beschweren. Das macht einen Spieler aus. Er muss halt jede Chance nutzen. Und das hat er gemacht und hat so auch gewonnen. Also, da kann man nichts sagen, da kann man GG sagen. Ist halt nur ein bisschen schade. Aber gut, ich verabschiede mich dann. Bis dann und ciao.